Das Sabaody-Archipel. Da werden Erinnerungen wach. Oh, wow! Frauen! Sind die auch wirklich echt? Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute habe ich mal wieder eine neue One Piece News für euch. Und zwar, wie wir wissen, nimmt Oda für viele Charaktere aus One Piece reelle Vorbilder. Auch Sanji gehört dazu zu diesen Charakteren. Seit Jahren vermuten die Fans, dass Sanji an Leonardo DiCaprio angelehnt sein soll. Doch dies ist nicht der Fall. Wer die Inspiration hinter Sanji war, erfahrt ihr, wie immer, nach einem kurzen Intro. In Japan ist vor kurzem das One Piece Magazine Volume 8 released worden. In diesem Magazin gibt uns Oda immer eine Menge an Hintergrundinformationen und kleine Specials. So erzählt er uns nun, wer denn die Inspiration für den Charakter Sanji sein soll. Und zwar ist die Inspiration für Sanji nicht Leonardo DiCaprio, wie viele gedacht haben, sondern ein anderer Hollywood-Schauspieler, beziehungsweise eine Rolle, die er verkörpert hat. Hierbei handelt es sich um den Charakter Mr. Pink aus dem Film Reservoir Dogs, welcher von Steve Buscemi gespielt wurde. Der Film Reservoir Dogs ist der erste Kinofilm unter Regisseur Quentin Tarantino aus dem Jahre 1992 und er handelt von einem missglückten Raubüberfall. Mr. Pink ist einer der Bankräuber und sieht Early Sanji doch schon recht ähnlich, bis auf die Haarfarbe natürlich. Er sollte auch vom Charakter her ähnlich sein, dies kann ich aber nicht bestätigen, da ich den Film, um ehrlich zu sein, nie gesehen habe. Aber wenn ihr das wisst, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.